Guten Tag und grüezi miteinander. Toll, dass ihr wieder dabei sind, jetzt hier zum VF-Talk Nummer 6, also in der Reihe der letzte VF-Talk der virtuellen Fabrik. Es freut mich ganz besonders, dass wir zur Nachhaltigkeit Schweiz berichten können und dass wir euch eben schon in den letzten 5 VF-Talk haben können, dementsprechend Inhalt bieten. Und heute der finale, furiose Abschluss. Ich empfehle euch, auch die letzten 5 unbedingt anzuschauen. Geht zurück unter vftag.ch sind ihr dabei und könnt das nochmal anschauen, weil das sind echte Praxisbeispiele, wie wir heute auch ein umfassendes Praxisbeispiel hören und vor allem auch eine Roadmap. Mein Name ist Marcel Strebel. Ich bin Verwaltungsratspräsident und Unternehmer von der Familienunternehmung Antaswiss AG. Vielleicht eher bekannt durch den Abfallheim. Wir sind Gründungspartner, Mitglied von dieser virtuellen Fabrik, wo 20, 25 Partner miteinander Mechatronik betreiben und auch peripher unternehmerische Tätigkeiten tun. Ich bin heute Gastgeber in dieser Sendung und bin Präsident von dieser virtuellen Fabrik. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir über das Wort Nachhaltigkeit in der Schweiz eben wirklich prominent da haben. Unser heutiger Gast ist der Jürg Grossen. Er ist Unternehmer, Nationalrat. Er ist Präsident der GLP, Grüne Liberale Partei. Er ist also kompetent, wenn man den Spagat machen muss zwischen Wirtschaft und eben Grün. Er ist ein wertvoller Gast heute und wir sind natürlich gespannt, was er uns zu sagen hat. Hallo Jürg. Ciao Marcel, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit euch ein paar Sachen zu zeigen, was meine Gedanken sind. Bitte gern geschehen, wir freuen uns genauso. Er hat zum Thema Energiewende Schweiz sicher fundiert mitgebracht. Die aktuelle und zum Teil alarmierende Situation, die auf der Welt im Moment geht und die uns alle betrifft und der Klimawandel schon präsent ist, erfordert jetzt mindestens doch einen Plan. Also mindestens einen, wenn möglich ein paar mehr. Und dann die tatkräftige Umsetzung. Nur das, nur die Tat macht es. Es ist überall so, im Unternehmerischen eben wie auch, wenn es um Umweltpolitik geht. Und noch irgendeine Chance zu haben, aus dem Schlamassel und dieser Umweltkrise rauszukommen, hören wir jetzt ganz sicher 1-2 Ansätze, bin ich überzeugt. Und natürlich muss der Spagat zwischen Möglichkeit und Machbarkeit irgendwie gezeigt werden. Und da bin ich extrem gespannt darauf, ob es auch da Lösungen gibt, die dann wirklich auch machbar sind. So, jetzt geht's los. Und Herr Grossen, lieber Jürg, hast du einen Plan? Ja, Marcel, ich habe einen Plan und ich bin gerne bereit, den jetzt mit euch zu teilen. Ich möchte kurz über Politik reden, über Praxis reden und über meinen Plan. In der Politik ist es so, dass man die Ausgangslage kennen muss. Die Ausgangslage ist die, dass wir in der Schweiz insgesamt immer weniger Energie brauchen, obwohl die Wirtschaft und die Bevölkerung regelmässig wächst. Wie sieht das hier? Von diesen Energieanteilen wird jetzt mehr Strom gebraucht als früher. Also es ist mehr Strom, ein bisschen weniger andere Energien. Es ist aber in den letzten Jahren auch mehr Gas, Benzin und Diesel geworden. Also fossile Energieträger in dem Sinn für das Fahren. Und es ist aber ein bisschen weniger Heizöl geworden. Heute braucht man etwa noch die Hälfte von dem Heizöl, das man zeitlang gebraucht hat. Und im Bereich Holz, Biomasse und so weiter ist es eher steigend. Also aber wichtig zu sagen ist, wir sind zu 75% abhängig von diesen Energieformen, vom Gesamtenergie in der Schweiz, vom Verbrauch. Und das sind etwa 20 von 29 Milliarden, die wir ausgeben jährlich für diese Energieformen Öl, Gas und Uran. Also für die nicht nachhaltigen Energieformen. Ein Teil von diesen 20 Milliarden bleibt in der Schweiz erhalten als Steuersubstrat, aber ein grosser Teil fließt weg. Ein zweiter Punkt, den ich möchte darauf hinweisen möchte, ist, dass sich der Energieverbrauch hat entkoppelt vom Wachstum. Ich habe es vorhin schon kurz angetönt. Die Bevölkerung hat gewachsen.
die Wirtschaft hat stark gewachsen und trotzdem ist der Energieverbrauch gesunken. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die das widerlegt, dass, wo viele immer gesehen, über Jahre ist das parallel gegangen. Der Energieverbrauch und das Wirtschaftswachstum hat sich entkoppelt. Das ist die gute Nachricht. Dann eine weitere Nachricht ist, wie hat sich die Energie im Preis entwickelt. Der Strom ist günstiger heute als vor 50 Jahren. Also der Strompreis ist also nicht teurer geworden. Der Benzinpreis ist ungefähr gleich teuer. Und das Heizöl ist deutlich teurer geworden. Darum brauchen wir auch weniger. Das ist auch noch spannend. Also dort, wo der Preis stark ist gestiegen, hat sich der Verbrauch reduziert. Jetzt, was ist in der Klimapolitik aktuell im Gang? Ihr wisst, wir hatten eine Energiestrategie, die hat man im Volk genehmigt. Die ist man am Umsetzen auf verschiedenen Ebenen, Bund, Kantone. Wir hat das CO2-Gesetz, da komme ich nachher noch drauf, verloren diesen Sommer. Das war einer der Anker von der CO2-Politik. Jetzt muss man auf den nächsten Anker setzen, weil es ist in der Politik so, da kippt man mal um und dann muss man wieder aufstehen und weitersäckeln. Und als nächstes kommt die Gletscherinitiative, die Basis wird sein für den nächsten Vorschlag auf dem CO2-Bereich. Und natürlich in den Kantonen sind die Energiegesetze mit den Mücken, die umgesetzt werden. Und spannend ist ja, der Bundesrat hat früher mal gesagt, ja, wir tun dann mal irgendwann nach 2050 machen wir den Netto Null. Das war noch so um die Zeit herum, bevor er Paris hat unterzeichnet. Irgendwann hat er Paris unterzeichnet und gesagt, ja, bis 2050 machen wir den Netto Null. Und ich sage, wir müssten eigentlich, weil wir noch eine historische Klimaschuld haben, müssen wir 2040 auf Null sein. Ich nehme es aber nicht sehr genau. Ich sage einfach, wir müssen auf den Weg gehen. Wenn wir es schaffen bis 2040, ist super. Und wenn es 2050 ist, ist es auch immer noch gut. Das, was wir im Moment haben in der Politik, ist Ziel gesetzt. Aber die Umsetzung, die ist ungenügend. Das ist so das Motto. Machen ist wie wollen, aber einfach krasser. Und das ist halt auch schwieriger durch das, weil es krasser ist. Und das merkt man jedes Mal, wenn es konkret wird, wird es politisch auch schwierig. Aber spannend ist noch etwas anderes. In der Energiepolitik gibt es etwas, das immer das oberste war auf dem Podest. Und das ist auch nicht so bestritten, aber es wird fast nie darüber geredet, nämlich die Energieeffizienz. Also eine Kilowattstunde, die man nicht verbraucht, die ist eigentlich wichtiger als die, die man produziert. Also die für die Energieproduktion, aber auch wichtiger natürlich als die, die man nachher umtransportieren muss. Weil die, die man nicht verbraucht, die muss man eben, wie gesagt, nicht produzieren, nicht transportieren. Man muss auch nicht zwischenspeichern. Das ist die wertvollste Kilowattstunde. Und über die redet man viel zu wenig und das Potenzial ist gross. Ich komme noch drauf. Ich habe es vorhin gesagt, im Sommer hat man das CO2-Gesetz abgelehnt, einerseits Anfang Sommer. Später in diesem Sommer hat man aber gesehen, dass das Problem trotzdem bleiben. Ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren noch vielmals vor Augen geführt werden mit extremen Wetterereignissen, die natürlich zeigen, dass wahrscheinlich der Klimawandel eben schon kommt und dass der leider Gottes immer extremere Ausmaße annimmt, die wir halt auch spüren, die auch viel kosten. Und ich glaube, es gibt nichts anderes, als dass wir jetzt einfach auf das eingehen und versuchen, dort Verbesserungen zu machen. Was aber klar ist, auch wenn das CO2-Gesetz ist abgelehnt worden, das Klimaabkommen von Paris bleibt und die Zielsetzung, dass man das kann schaffen kann, bleibt. Ich habe gesehen, die Gletscherinitiative ist dort wahrscheinlich der Ausweg. Jetzt komme ich aber ein bisschen zu dem, was Trends und Technologien sind. Ich stelle das fest, weil ich auch noch Präsident bin vom Verband Swiss E-Mobility, also vom Elektromobilitätsverband. Die Elektromobilität nimmt einen unglaublichen Boom an im Moment. Es ist wahnsinnig, wie viele Fahrzeuge im ersten Halbjahr 2021 haben wir schon 20% der Neuwagen, die einen Stecker haben, die irgendwo einstecken zum Laden. Es sind zum Teil Plug-in-Hybrid, zum Teil sind es einfach rein elektrische Fahrzeuge. Das heisst, wir haben dort einen riesen Trend, das geht weiter. Die Autohersteller sagen mir, ab 2030 werden wir kaum mehr verbrennungsmotorische Fahrzeuge verkaufen. Und das muss man ernst nehmen. Es braucht eine Ladeinfrastruktur, ich habe sie auf der Folie aufgezeigt. Die muss man gut ausbauen, die muss man sinnvoll ausbauen. Das ist ein absoluter Trend. Wir gehen davon aus, dass durch das etwa im 2035 50% der Fahrzeuge in der Schweiz voll elektrisch sind. Oder ich habe jetzt von den Neuwagen geredet. Vielleicht im 2030 gibt es praktisch keine mehr Neuwagen. Und nachher ist es, dass das dann eine gewisse Verzögerung natürlich noch hat, weil die verbrennungsmotorischen Fahrzeuge noch auf der Straße sind. Ich gehe davon aus, 2035 sind es vielleicht noch 50%. 2040 tendiert das nachher gegen vielleicht noch 10% Verbrennungsmotoren und 90% elektrische Fahrzeuge. Das Gebäude ist die neue Tankstelle. Dort braucht es eine Ladeinfrastruktur und ein gutes Lademanagement. Der zweite Trend ist der von der Digitalisierung. IoT
ist im Gebäude, hat Einzug gehalten. Viele Leute die Systeme im Einsatz in den Gebäuden, insbesondere in den Zweckgebäuden, aber sicher auch in den Wohnbauten kommt es immer mehr, dass man einen Zentralausknopf hat, wenn man geht und dann ist alles ausgeschaltet. Dann ist die Heizung auf Standby bzw. auf einer gewissen Temperatur und alle anderen Sachen sind ausgeschaltet. Man kann durch die IoT-Lösungen kann man unglaublich viel erzielen. Ich zeige dir nachher noch ein Beispiel. Also digital, der Verbrauch ohne Nutzen, also dort, wo Strom verbraucht wird, ohne dass es den Nutzen entfaltet, den man gerne will. Der nimmt deutlich ab. Und das gibt tiefere Betriebskosten. Ein weiterer Punkt ist ein Trend, die Photovoltaik, die man Zusammenschluss zum Eigenverbrauch machen kann. Ich durfte das mit der Energiestrategie im Nationalrat einbringen. Das ist nachher gesetzt worden. Und seit 2018 darf man das so machen. Man kann im Mehrfamilienhaus den Strom, den man vom Dach produziert, direkt in allen Wohnungen verbrauchen. Und dann wird immer so zugerechnet. Früher hätte man das nicht können, früher hätte man müssen einspeisen und dann wieder Strom beziehen gleichzeitig. Jetzt kann man das seit 2018 und das hat sich sehr stark durchgesetzt. Überall, wo Neubauten realisiert werden, wird der sogenannte Zusammenschluss zum Eigenverbrauch gemacht. Man kann in jedem Gebäude, in jedem Quartier kann man so ein Kraftwerk machen und kann in dem Sinne zu 100% erneuerbar wohnen und fahren, wenn man es clever macht. Das ist ein weiterer Trend. Jetzt möchte ich noch schnell in die Praxis mitnehmen, vorhin gesagt, Machen ist noch ein bisschen wie Wellen, aber noch ein bisschen krasser. Und ich mache es seit Jahren. Unser Gebäude haben wir 2008 stark erweitert, aber mit den gleichen Massnahmen, wie es gebaut wurde. Und wir haben nachher angefangen, Intelligenz in das Gebäude hineinzubringen. Und mit dieser Intelligenz haben wir es geschafft, dass wir den Stromverbrauch massiv reduziert. Und auch sonst den Wärmeverbrauch stark reduziert. Und als wir das reduziert haben, haben wir nachher auch Photovoltaik drauf da. Das heisst, wenn wir nur noch wenig brauchen in diesem Gebäude, dann produzieren wir die Energie photovoltaisch. Wir haben natürlich einen GEAC gemacht und wir haben eine Fernheizung vom Nachbar, der mit Schnitzelholz aus der Umgebung Wärme produziert, angehängt. Wir haben nachher Elektroauto gesucht. Wir haben mittlerweile 6 oder 7 sogar elektrische Fahrzeuge, 5 davon voll elektrisch, die wir bei uns laden. Täglich. Und es ist jetzt angefangen, die ersten Mitarbeiter kaufen jetzt für sich selber auch bereits Elektroauto, das sie nachher tagsüber bei uns laden. Wir können damit jetzt etwa 75'000 Kilometer elektrisch fahren mit dem überschüssigen Energie, die wir noch haben, die wir nicht brauchen für den Betrieb des Büro. Und immerhin im Büro sind doch 40 Arbeitsplätze und oben drauf ist noch eine Wohnung, wo ich drin bin, für eine 5-köpfige Familie und das reicht für all das. Was wir auch noch gemacht haben, ist aus dem ersten Auto, das ist über 8 Jahre, ist das auf der Straße, wo wir die Batterie rausgenommen haben. Die Batterie haben wir als Second-Life-Nutzung im Garage jetzt eingesetzt. Da tun wir Solarstrom zwischenspeichern und tun den Netzpeak beim Bezug vom Strom reduzieren mit der Batterie 2 Funktionalitäten erfüllen. Das ist eine ganz spannende Geschichte, eine sogenannte Second-Life-Nutzung, wo man problemlos noch mal 10 Jahre die Batterie kann im Gebäude nutzen kann. Der Effekt, ihr seht hier, orange Säule, ist der Stromverbrauch links vom normalen, durchschnittlichen, gleich genutzten Gebäude in der Schweiz. Ihr seht nachher, was wir gebraucht 2008 und jetzt 2019. Und parallel dazu seht ihr die blaue steigende Kurve mit diesen Kreisli. Das heisst, wir haben 2008 haben wir 15 Mitarbeiter gehabt. 16 Mitarbeiter und jetzt haben wir 34 Vollzeit, also sind wir Vollzeitstellen, wo wir da haben, etwa 40 Mitarbeitende, haben wir 34 im 2019 gehabt und ihr seht, wir haben den Stromverbrauch reduziert, obwohl auch die Wirtschaft dort deutlich gewachsen ist und wir brauchen 80% weniger Strom als ein durchschnittlich gleich genutztes Gebäude in der Schweiz. Bei der Wärme ist das gleiche Bild, dort ist es ein bisschen einfacher, wenn man mehr Leute hat, hat man natürlich auch mehr Wärmeeintrag von den Leuten, aber trotzdem haben wir es auch dort geschafft, wir sind dort auf 70% weniger Verbrauch als die durchschnittlichen gleichartigen Gebäude in der Schweiz. Das haben wir geschafft mit der Steigerung von Systemeffizienz. Rechts seht ihr noch die Photovoltaikproduktion, sind die gelben Säulen über die Jahre 16 bis 20 und ihr seht nachher den Verbrauch, die grüne Säule ist das Gebäudeverbrauch und das Blaue ist die Elektromobilität, die wir bei uns laden. Wir haben jetzt auch noch eine öffentliche Ladestation, das wäre noch das Dunkelblaue, wo Leute, die von extern kommen, bei uns können das Auto laden können. So, das war jetzt aus der Praxis. Und weil ich so lange in dieser Praxis das schon lebe und kann sehen, dass das alles funktioniert, viel weniger Verbrauch, alles erneuerbar produzieren, erneuerbar herumfahren,
Ich bin natürlich in die Politik und versucht, das dort einzubringen. Es ist aber das noch schwierig, natürlich, weil da bin ich einer von 200 Nationalräten und mit den Ständeräten zusammen sind es 246. Und das braucht ziemlich viel Energie und Zeit, das allen zu erklären. Und ich habe dann gedacht, jetzt mache ich eine Roadmap und versuche mal zusammenzufassen, wie denn meine Welt wird, oder meine Schweiz wird aussehen, komplett erneuerbar, CO2-neutral und auch eigenversorgt. Also mit der Zielsetzung, null CO2, also in der Bilanz, he? Null Atomstrom und null Abhängigkeit. Null. Und null ist nicht ein bisschen. Null. Aber es ist mir klar, das wird vielleicht nicht alles genau gelingen, aber ich habe mal gesagt, was ist, wenn wir das probieren zu machen, was müssen wir machen? Ich habe 5 Wegmarken definiert und alles durchgerechnet. Wir müssen die Stromeffizienz um etwa 40% steigern. Ich habe vorhin gezeigt, in unserem Gebäude haben wir es 80% hergebracht. Das kann man natürlich nicht überall. Darum haben wir bei uns das ein bisschen ausgerechnet auf die verschiedenen Verbräuche, die es in der Schweiz im Strombereich gibt. Das wird etwa 40% ist wirklich möglich. Ich habe gesehen, wir müssen den ganzen Verkehr und die ganzen Gebäude, was Wärmeerzeugung betrifft, müssen wir möglichst elektrifizieren. Weil mit der Elektrizität ist das Ganze viel, viel effektiver und mit weniger Gesamtenergieverbrauch möglich. Das sehen wir dann nachher noch. Das sind Elektromobilität, Wärmepumpen, natürlich sind Holzheizungen okay oder Biogas und so weiter, das ist auch gut. Aber das meiste wird sicherlich elektrisch sein. Und dann braucht es einen massiven Zubau von der Photovoltaik. Photovoltaik hat ein Potenzial von etwa 67 Terawattstunden auf den Gebäuden. Laut der Studie vom BFE. Es kommen noch etwa 15 Terawattstunden dazu, wo man auf freien Flächen machen kann, Autobahnüberdeckungen, Parkplatzüberdeckungen und so weiter. Und ich habe davon, bin davon ausgegangen, dass wir etwa 40 Terawattstunden realisieren. Das ist etwa die Hälfte von dem, was das Potenzial ist, etwa 2/3 von dem, was auf den Gebäuden das Potenzial ist. Und ich habe gesehen, wenn wir den Strom so produzieren, Photovoltaikstrom fällt zu riesengroßer Menge, in grossen Mengen im Sommer an, dann müssen wir den auch irgendwie einspeichern können, um nachher im Winter zu nutzen, weil wir haben ein Winterstromproblem. Das ist ganz ein zentrales Problem, das werdet ihr immer wieder hören. Und das Problem können wir nur lösen, wenn wir eine gescheite Lösung finden in der Speicherung. Und das machen wir mit der sogenannten Power-to-X-Technologie, wo man aus überschüssigem Strom CO2 binden kann, das in synthetische Brennstoff oder Treibstoff umwandeln. Man kann es in Zwischenschritt auch als Wasserstoff oder synthetische Gas umwandeln. Und man kann die wieder zurückwandeln nachher, in Wärme und in Strom. Die Technologie ist sehr spannend, sehr vielversprechend. Und was es auch noch braucht, wenn wir das machen will, mein Ziel erreichen, das 000, das ich vorhin gesehen habe, dann müssen wir auch noch etwas gescheiter werden im Stromnetz. Also wir müssen eine bessere Harmonisierung von der Stromproduktion und vom Verbrauch herbringen. Da haben wir noch etwas zu tun. Kommen wir noch drauf. Ich habe das noch etwas so in einem Dreieck dargestellt, wo man das ein bisschen sieht, die verschiedenen Punkte. Also ihr seht oben die Stromeffizienz, man sieht rechts den Zubau von diesen 40 Terawattstunden Photovoltaik, man sieht links die Power-to-X-Speichertechnologie, man sieht das gelbe Feld, das ist die Elektrifizierung, das ist das gelbe Dreieck in der Mitte. Das heisst, wir müssen den ganzen Energieverbrauch eben möglichst elektrifizieren. Man sieht die Harmonisierung mit dem Smart Grid im Dreieck innen. Das geht darum, dass man dort wirklich optimal den Strom dann nutzt, wenn er auch produziert wird. Und um das Ganze herum ist natürlich ein Kreis, den ich habe, der die Wirtschaftlichkeit darstellt. Und die Wirtschaftlichkeit wird auf diesem Weg immer neu beurteilt. Es kann sein, dass vielleicht der PV-Zubau steigert wird, weil die PVs viel günstiger sind oder weil die Rahmenbedingungen besser werden. Dann braucht es vielleicht ein bisschen weniger Stromeffizienz oder braucht ein bisschen weniger Power-to-X-Speicherung, wenn man eben vielleicht das so lösen kann. Oder es gibt eben doch effizientere Geräte und dann braucht es vielleicht ein bisschen weniger PV-Zubau. Also das sind Variablen, da kann man spielen damit. Und wir müssen uns entscheiden, auf den Weg zu gehen grundsätzlich. Und was man noch sieht, links und rechts vom Dreieck, ist die Resilienz. Also das heisst, wir müssen uns entscheiden, wie abhängig wir sind vom Ausland, also wie lange wir können durchhalten können in der Schweiz, wenn es mal eine Krisensituation gibt. Covid hat ein bisschen gezeigt, was so jetzt machen ist dort. Und da müssen wir sicher politisch festlegen, was wir möchten. Da gibt es die Unabhängigkeit, aber insgesamt, dass man sieht, ja, wie wir können uns komplett selber versorgen oder wie viel wir importieren. Ich bin übrigens offen auch für Import, aber man muss einfach in der Bilanz muss man sich das überlegen, wie viel will man. Und auch die Versorgungssicherheit, wobei die ist natürlich nicht zu verhandeln. Die ist sicher in der Schweiz, da will man immer versorgt sein, das ist völlig klar. Gut,
Das zu diesem Dreieck. Jetzt habe ich das mal ausgerechnet bzw. in die Säulen übertragen von der monatlichen Produktion und vom Verbrauch. Wie gesagt, der Verbrauch ist die violette Linie, ist der aktuelle Verbrauch 2019 vom Strom über den Monat Jänner bis Dezember. Ihr seht die Säulen, die blauen, sie ist Wasserkraft. Die habe ich gleich gelassen, von heute bis 2050. Ich dachte, ja, wir tun dann noch ein bisschen sanieren. Ein paar Kraftwerke werden vielleicht wegfallen, aber andere werden effizienter. Wir lassen es mal gleich. Und ich habe die ganzen Atomkraftwerke komplett rausgekickt, weil im Endzustand die weg sind. Im Übergang helfen die uns natürlich noch, aber irgendwann werden die abgeschaltet. Und dann habe ich den ganzen Photovoltaik-Zubau dazu, das sind all die gelben Säulen, sowohl auf Dächern wie auf Fassaden. Und der führt das dazu, dass ich beim Verbrauch, muss ich vielleicht auch noch schnell sagen, habe ich nachher gesehen, was passiert, wenn wir jetzt den Verbrauch machen, alles elektrifiziert, Wärmepumpen, der Verkehr, alles. Und dann haben wir die rote Kurve. Ihr seht, die rote Linie ist dann plötzlich der Verbrauch, wenn wir jetzt keine Stromeffizienz machen würden. Das da seht ihr auch, dass grosse Lücken wären, links und rechts, also im Januar, Februar, März, April und nachher Oktober bis Dezember, würde man es nicht mehr schaffen, uns zu versorgen selber in der Bilanz. Hingegen, wenn wir die Stromeffizienz machen, dann kommt eben die grüne Linie, die ich vorhin schon gesehen habe, zum Zug. Und dann seht ihr, dass es eigentlich dann möglich ist. Im Sommer hat man rechten Überschuss, das steht in diesem Kreis. Und wenn wir das umwandeln, über Power-to-X-Technologie einspeichern und wieder zurückverstromen, dann können wir das schaffen, uns komplett eigenständig zu versorgen mit der Photovoltaik. Ihr seht das hier, wie das nachher aussieht. Es gibt eine neue Verbrauchskurve. Das heisst, im Sommer verbraucht man den Strom für die Umwandlung über die Power-to-X-Technologie in synthetische Brennstoffe. Und im Winter, das ist nachher die braune Säulenfläche, braucht man das wieder zum Rückverstromen. Geht natürlich von Effizienz her ist das schlecht, es gibt etwa ein Drittel Wirkungsgrad, aber es geht insgesamt, dass man jeden Monat so viel produziert, wie man verbraucht. Noch ganz kurz, das ist die Bilanzfolie, da sieht man, wie viel das wir heute brauchen. Rechts, der Gesamtenergieverbrauch, was wir sparen durch die Elektrifizierung. Da seht ihr nachher. Und was wir sparen durch die Stromeffizienz, das ist nachher die rechte, dickere Säule, sieht man nachher den Gesamtverbrauch, wenn man die Roadmap grossen umsetzt. Und die Produktion sieht man dort auch noch kurz, das sind die kleineren Säulen, in der Mitte ist Wasserkraft, Atomstrom, bei der Elektrizität und das wird neu Wasserkraft und PV vor allem sein, plus noch so ein bisschen andere übrige Erneuerbare, wie zum Beispiel Biomasse und so weiter. Das die Bilanz. Jetzt möchte ich noch ganz kurz zum Schluss Folgendes sagen. Heute haben wir im Gebäude etwa 20% von der Gesamtenergie, die wir als Strom im Gebäude brauchen. Das ist eigentlich nicht so viel. Wenn man die Roadmap grossen macht, hat man in Zukunft 60% von der Gesamtenergie, die man im Gebäude braucht. Also die Gebäude sind absolut im Zentrum. Sie haben auch die Tankstellen von der Mobilität der Zukunft. Und Stromproduktion beim Verbrauch ist natürlich viel effizienter, als wenn man die Stromproduktion zentral macht. Das ist ein wichtiger Punkt, der hilft bei dieser Roadmap. Und was es wichtig ist die Harmonisierung. Wenn wir das nicht herbringen, dass wir den Strom besser dann nutzen, wenn er produziert wird, da haben wir so ein Projekt, das heißt Smart Grid Ready, die auch interessiert sind, können das mal anschauen, smartgridready.ch, dann wird es schwierig, weil dann haben wir natürlich mit den Verbrauchen und mit der Produktion ganz, ganz schlimme Kurven. Und das muss man einfach besser zusammenbringen. Ich komme zum Fazit. Jedes Gebäude muss zu einem intelligenten Kraftwerk werden. Es muss Strom produzieren und es sollte möglichst wenig brauchen. Also es braucht Intelligenz, dass es eben wenig braucht. Und es sollte eben als Tankstelle von der Mobilität von der Zukunft dienen. Und es verbindet schlussendlich Ökonomie und Ökologie optimal, wenn man es richtig macht. Man muss Netto-Null-Gebäude machen, das heisst fossilfreie Heizung, Gebäudedämmung nach den neuesten MUCKEN. Man muss PV machen an Fassade und Dach. Man muss Strombezug aus dem Netz, der muss aus erneuerbaren Quellen sein, wenn man aus dem Netz bezieht. Alle Parkplätze müssen intelligente Ladeinfrastruktur haben für Elektroautos. Zweckgebäude müssen mindestens so eine Gebäudesteuerung haben, um eben den Verbrauch zu reduzieren. Und die Harmonisierung vom Stromverbrauch und der Produktion, habe ich schon gesehen, muss im Quartier funktionieren. Und das Fazit vom Ganzen ist, der Lifestyle, der Komfort, die Sicherheit, das sind wichtige Schweizer Werte in diesem Sinn. Die
leiden überhaupt nicht dabei. Die sind nämlich perfekt verbindbar und Hand in Hand werden die umgesetzt mit der Energieeffizienz und mit den Erneuerbaren. Und das vor allem dank der Digitalisierung. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Es ist an uns zu bedanken. Es war toll, deine Ausführungen. Es hat ein paar Muster in ihnen, wie es so ist. Aber ich muss sagen, IoT, also wir passen sehr gut zusammen, wenn ich auch daran denke, dass die virtuelle Fabrik ja gerade dort einen Leuchtturm hat. Also ich glaube, da gibt es viel zu bewegen. Und es ist auch so, dass man spürt, dass du für das brennst. Es ist eine grosse Roadmap. Ich nehme an, deine Parteikolleginnen und Kollegen werden dahinter stehen und da Vollgas geben. Es ist wichtig, dass man Leute zum Entzünden bringt und dann musst du selber brennen und das machst du. Also wirklich toll, danke vielmals für das. Jetzt ist mir aber gleich, oder? Also wenn ich so angehört habe, das tönt ja fast nach Perpetuum mobile. Eigentlich musst du nichts aufgeben und irgendwie geht das dann. Es ist ja eine einfache Rechnung. Schieben wir da ein paar Sachen zusammen. Du, sag mal, wer zahlt das? Wer will das überhaupt zahlen? Also das Spannende ist ja, als Elektroplaner sind wir heute tätig. Im Moment ungefähr 200 Projekte in der Schweiz und wissen ziemlich genau, was die Leute bestellen, wie viel Geld das sie ausgeben für verschiedene Sachen. Und es ist klar, ein Gebäude von der Zukunft muss einfach die Kriterien erfüllen. Sonst ist es gleich wie heute, wenn du einen Wohnungsbau machst, machst du ja so. Okay, vergisst du ja nicht den Internetanschluss in dem Sinn oder machst keine Geschirrspüle drin, sondern es gehört einfach dazu. In Zukunft wird die Ladestation zum Beispiel einfach dabei sein. Das muss so sein, sonst würdest du keine Mieterinnen und Mieter finden. Und das ist klar, das wird zahlen, tut das natürlich der Investor einerseits, aber er wälzt vielleicht über die Mieten wieder ab. Es kostet etwas, die Energiewende. Es ist nicht so, dass das nichts kostet. Und wir müssen uns auch immer fragen, was denn würde kosten, wenn wir all das nicht machen würden. Ich habe ja die Bilder gezeigt mit den Schäden, die verursacht werden. Die Schäden passieren natürlich im Moment noch genau gleich, aber irgendwie, mal unser Grosskind oder Urgrosskind, werden das schon einen Nutzen haben, wenn wir das jetzt richtig machen. Das ist interessant. Also okay, es ist zahlbar. Wie können wir in der Wirtschaft, und ich rede natürlich für die Wirtschaft, auch für die Partner, wo wir sind, und die schweizerische Wirtschaft, welchen Innovationsansatz siehst du vor allem? Also ich denke jetzt, es gibt schon viele Firmen, die wissen, wie ein Plus-Energie-Gebäude bauen und realisieren. Und es kommt jetzt immer mehr die Kompetenz von der Elektromobilität zum Beispiel dazu. Und wenn man diese Kompetenzen gut umsetzt, wenn man das richtig macht, das super zusammenbringt, und das ist schon noch Innovation, also es braucht schon noch etwas, dann bin ich sicher, machen wir einen Mehrwert für alle. Es wird ganz viele Firmen geben, die dort Know-how aufbauen können, die das können umsetzen können, die Innovationen dann auch können exportieren schlussendlich, weil wenn es die Schweiz vormacht, wie man Netto Null macht, dann können die ganze Welt hat ja Paris unterschrieben, dann können die das dann auch nachmachen. Und das ist, sagen wir mal, sicher im Gebäudebereich, im Mobilitätsbereich, wo viele Firmen werden entstehen oder die sind, werden sich wandeln. Und dort sind sicher die grossen Arbeitsplatzpotenziale. Plus, das habe ich gesehen, in der Digitalisierung. Sehr vieles wird digital und Digitalisierung ermöglicht uns natürlich, mit wesentlich weniger Ressourcen einfach mehr Wirkung zu erzielen. Und das ist echt spannend. Das ist super. Das freut alle Jungen, die ich jetzt höre. Und es freut auch meine Jungen, weil Digitalisierung ist ein Stichwort. Also nochmal ganz herzlichen Dank für die Ausführungen. Ich kann nur sagen, es hat inspiriert. Ich hoffe, auch alle, die da gehört haben. Ich möchte gerne noch zum Abschluss ein Dankeschön aussprechen. Die Jürgen Grossen hat eine tolle Geschichte gemacht, aber damit so eine Serie entstehen kann, braucht es auch Leute in der virtuellen Fabrik. Und da möchte ich ganz insbesondere das gesamte Team, das da gearbeitet hat, aber auch alle Peripheren drumherum, vom Marketing bis hin zu denen, die eben dann wirklich umsetzen, damit das entsteht, was jetzt entstanden ist. Mich herzlich bedanken, sie haben das super gemacht. Wir gehen weiter den Weg. Ich hoffe aber, dass wir uns auch wieder physisch sehen können, weil das ist dann doch nochmal zum Anstoßen eine andere Geschichte als jetzt. Jetzt wechsle ich aber über. Und es ist mir auch ganz wichtig, dass ihr jetzt nicht abhängt oder irgendwie sagt, ja gut, das ist es jetzt gewesen, sondern jetzt kommt der Austausch. Jetzt kommt das im Wandermi, eben, dass man von Tisch zu Tisch kann gehen, dass man einen Jürgen Grossen kann ankicken, andere Unternehmerinnen und Unternehmer, sehr interessierte, gute Leute,
Leute, die ihr jetzt direkt fragen könnt, hey, wie machst du das oder wie ist das dort? Eure Anliegen einbringen, ich glaube, so direkt kommen wir nie dazu. Also nicht raus, kicken jetzt, sondern gerade dabei bleiben. Wir sind parat, alle, die da im Netz sind. Also kommen zu uns und bleiben bei uns. Ich freue mich schon darauf. Einen ganz schönen Abend sonst. Und ja, wenn ihr etwas in der Hand habt oder so, dann noch Prost und bis zum nächsten Mal. Danke. Euer Marcel Strebel.